Hallo Handwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Das ist der Christoph, der ist von Flex. Mit ihm war ich mal auf einer Messe und er hat mir sämtliche neuen Werkzeuge gezeigt und hat das sehr gut gemacht. Und deswegen steht der Christoph jetzt hier. Ich habe ihn eingeladen, es geht um Staubsauger. Ich habe schon mal ein Video gemacht über die Staubabsaugung von Flex, der VAC 800EC. Und da kamen viele Fragen von euch. Hör mal Dirk, erklär doch mal, was es für Klassen von Staubsauger gibt. Was ist wichtig, was kann ich privat benutzen oder was soll ich privat benutzen? Und was ist auf jeden Fall für eine Firma wichtig, worauf man achten sollte? Und der Christoph ist der Spezialist überhaupt von Flex für alles an Werkzeug. Ja, Christoph, ich begrüße dich. Ja. Und moin erstmal, ja, auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Da kommt der aus Norden. Ja, ich bin halt Norden. Ich bin halt Hamburger und das hört man auch so ein bisschen. Ja, ne? Doch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Wir wollen heute über Sauger reden, über Saugklassen. Ich werde euch auch mal kurz erzählen, wieso ist das so? Warum soll ich das so machen? Genau. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und ich würde sagen, damit steigen wir gleich mal ein. Warum machen wir das Video? Weil ich es persönlich auch sehr wichtig finde, auch beim Kunden, wenn ihr da arbeitet, dass ihr wirklich den richtigen Sauger habt. Es nützt nichts, wenn ihr da irgendeinen Sauger mit habt und alles staubt voll. Deswegen hat der Christoph jetzt hier auch eine Auswahl mitgebracht. Ihr seht schon, das sind neue und da ist meiner. Man sieht, glaube ich, den Unterschied. Ist halt jeden Tag im Gebrauch. Und ich bin nun mal super zufrieden mit dem Teil und deswegen habe ich gesagt, ja, das Video können wir machen, weil ich weiß, euch wird es dann auch gefallen. Christoph, lass uns einfach mal starten. Es gibt ja verschiedene Klassen, L, M, S. Was ist das? Also, fangen wir vielleicht erstmal ein Stück weiter vorne an. Grundsätzlich ist es so, bei uns in Deutschland ist ja alles geregelt. Und warum ist das geregelt? Weil man die Leute schützen will. Denn, lieber Dirk, was ist das Allerwichtigste, was du hast? Das Allerwichtigste? Mein Auto. Nein. Meine Gesundheit natürlich. Deine Gesundheit. Und diese ganzen Regeln sind dazu da, die Gesundheit der Handwerker, der Menschen zu schützen. Und wenn man das mal im Detail alles betrachtet, ist da schon ganz viel Sinnvolles dabei, was sich vielleicht zum Anfang noch nicht genau erschließt. Und das muss man einfach mal wissen. Da gibt es viele, viele Regeln. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt eine Gefahrstoffverordnung. Es gibt ganz viele Definitionen innerhalb der DIN-Normen. Für uns auf der Baustelle ist aber wichtig die TRGS, die technischen Richtlinien zu Gefahrstoffen. Da besonders die 504, dort ist definiert und geregelt, wie wir uns auf der Baustelle mit der Staubabsaugung zu verhalten haben. Ja. Das sollten wir alle berücksichtigen und alles, was wir jetzt gleich erzählen werden, basiert eben auf der TRGS 504 und das ist sozusagen unsere Bibel. Ja. Und womit fangen wir an? Was jetzt auf den Baustellen wichtig ist, worauf man achten muss? Oder, also ich würde jetzt mal kurz erzählen, welche Staubklassen wir haben. Ja, genau. Es gibt einmal die Staubklasse L für leicht gefährliche Stoffe. Damit dürfen wir allgemeine Reinigungsarbeiten machen. Besonderheit hier, ein L-Sauger darf dann gewerblich eingesetzt werden zu Reinigungsarbeiten, wenn M-Klasse Filtermaterial verwendet worden ist oder eingebaut worden ist. Mhm. Da kann ich sagen, bei Flex haben wir in jedem einzelnen Absauggerät M-Klasse Filtermaterial verbaut, sodass ich da auf der sicheren Seite bin und diese Geräte zu Reinigungsarbeiten problemlos einsetzen darf. Ja, okay. Darauf die nächste Klasse, das haben wir alle schon gehört, die M-Klasse, ist die weit verbreitetste Klasse in Deutschland. Da ist ganz klar geregelt, diese M-Klasse haben wir einzusetzen bei allen Arbeiten auf der Baustelle, wenn wir Wand und Decke schleifen, wenn wir Holz schleifen, vorzugsweise auch wenn wir Reinigungsarbeiten tätigen, gerade wenn da Stoffe im Spiel sind, die lungengängig sind, die mitunter krebserregend sein können, die krebsfördernd sein können, da macht das auf jeden Fall Sinn. Bei krebserregenden und krebsfördernden
Stoffen ist oft sogar ein H-Klasse-Sauger vorgeschrieben. Das ist die höchste Klasse, die wir haben. Da haben wir die absolut höchste Abscheidungsquote von 99,995% der Schwebstoffe. Den müssen wir auch einsetzen, den Haarsauger, wenn wir mit Schimmel zu tun haben, wenn wir mit Asbest zu tun haben, da ist er zwingend vorgeschrieben. Die Leute, die sich da berufsmäßig mit beschäftigen, wissen das auch und greifen von sich aus zum Haarsauger. Mhm. Das sind die drei Klassen, mit denen wir arbeiten. Die weit verbreiteteste bei uns in Deutschland aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist die M-Klasse. Und da sollte auch jeder, der sich in diesem Bereich bewegt, zu greifen. Es macht absolut Sinn. Ja. Deswegen benutze ich auch den Flex VCE 33 AC. Das ist ein M-Klasse-Sauger, weil ich halt Deckenschleife, Wendeschleife oder sonstige Schleife. Und ja, ich muss ihn einfach auch nehmen. Man kann nicht einfach sagen, nö, ich spare mal ein bisschen Geld, gehe mir jetzt ein L kaufen. Und hat zwar einen M-Filter drin, aber das ist immer noch ein Unterschied. Ne? Also da muss man schon drauf achten. Du hast jetzt hier halt, wie gesagt, verschiedene mitgebracht. Sind denn von den Saugern auch welche förderfähig, dass die Bau-BG sagt, hör mal, kauf den und du kriegst eine Förderung? Oder wie läuft das? Wie macht man, wie machen die Leute das vor dem Monitor da? Also grundsätzlich haben wir mit einmal die 3344er Serie, VCE 33M, ja. AC oder VCE 44M AC. Gleiches gilt für die H-Klasse auch. Diese Geräte sind von der BG Bau förderfähig. Da gibt es ein Internetportal, wo ich mich anmelden kann und dort kann ich meine Geräte anmelden. Unsere förderfähigen Geräte sind dort alle gelistet und da wird dieser Dialog vorgeschlagen und da kann ich dann halt mein Gerät anmelden zur Förderung und dann bekomme ich eben halt von der BG Bau die Förderung für das Gerät. Also es sind auch immer nur die Sauger, die in dieser Liste drin sind, förderbar. Ja. Man kann jetzt nicht irgendeinen kaufen und sagen, hier Bau-BG, ja, schick mal. Die Bau-BG passt natürlich auf, dass der Sauger regelkonform ist. Ja. Und dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Spezifikationen, die so ein Gerät erfüllen muss. Und das überprüft die BG und dann sagt die BG am Ende des Tages, ja, das Gerät kann das alles, was wir voraussetzen, damit ist das Gerät förderfähig. Ja. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, der Punkt, wo wir einfach mal sagen sollten, was muss so ein L-Klasse, M-Klasse, H-Klasse Sauger überhaupt können. Ja. Und noch eine Frage, wie viel bekommt man denn von der BG? Was lassen die denn da springen? Bei uns ist es so, dass unsere Geräte mit 200 Euro gefördert werden. Das ist ein Sauger, ne, wenn man das mal überlegt. Also jetzt ein billiger Sauger und mit 200 Euro Förderung, ja, ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Ne? Das ist ganz genau. Das ist gut. Bares Geld, was man sich dort wiederholen kann. Ich kann nur jeden ermutigen, ruft das ab, denn es ist euer Geld. Und die BG Bau hilft da natürlich sehr gerne, weil sie halt euch auch irgendwo schützen möchte und euch den Umstieg erleichtern möchte. Ja, sehr gerne, lassen wir mal dahingestellt. Nein, Quatsch. Nee, das ist ja gut, dass es das gibt. Ja. Also, ja. L-Klasse-Sauger. Was muss ein L-Klasse-Sauger haben? L-Klasse-Sauger braucht nicht viel. Da gibt es ein paar Basics, die da sein müssen, wie eine spritzwassergeschützte Ausführung. Wir haben natürlich ein Filtermaterial zu verbauen, was 99% der Schwebstoffe ausfiltert. Und das ist das Grobe dabei. In der L-Klasse haben wir hier vor uns stehen einmal unseren gleichen handlichen Rucksacksauger. Ich glaube, den hast du auch schon mal gezeigt. Den habe ich auch schon gezeigt, wo ich die Platte geschnitten habe. Da ist der wirklich ideal für, habt ihr gesehen im Video. Genau. Läuft mit Akku. Und auch hier ist es natürlich markiert. Genau. L-Klasse für Reinigungsarbeiten optimal geeignet. Ja. Leicht, handlich, praktisch mit Akku. Ja, und mit Gurt. Also kann man auch auf den Rücken schnallen. Ja, absolut. Ist eine leichtes, handliches Gerät. Ja, genau. Dann haben wir in der L-Klasse unseren kleinen VC6, auch ein L-Klasse-Sauger. Alle Sauger haben so ein Typenschild drauf. Ja. L-Klasse, M-Klasse, H-Klasse. Daran erkenne ich sofort, mit was für ein Gerät ich arbeite und was ich hier vor mir habe.
Die Inspektoren der BG Bau achten da drauf. Also es ist wie mit Arbeitsschuhen, wenn ihr auf der Baustelle seid, BG kommt, ihr habt keine Arbeitsschuhe, direkt Baustelle verlassen, Arbeitsschuhe holen. Exakt, ja, genau das gleiche. Das passiert mit dem Sauger auch, wenn ihr nicht den passenden Sauger auf der Baustelle habt. Türe ist da vorne und dann dürft ihr erstmal gehen. Dann dürft ihr erstmal euch ein geeignetes Absauggerät besorgen. Ja. Wie gesagt, 6 Liter Fassungsvermögen, auch eine L-Klasse, gibt es auch als Akku-Variante. Insofern leichter, handlicher, ein bisschen geräumigerer Reinigungssauger. Ja. Noch eine Nummer größer, VC 21, 21 Liter Fassungsvolumen, ein klassischer Reinigungswerkstattsauger, hat auch M-Klasse-Filter verbaut und ich kann ihn also auch für gewerbliche Reinigungsarbeiten einsetzen, das ist gar kein Problem. Gebäudereiniger greifen gerne zu so einem Gerät, weil ich halt ausreichend Fassungsvolumen habe und ich habe hier eben die nötigen Filterleistungen mit im Gerät drin. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die brauchen noch mehr Fassungsvolumen. Dann können wir auch mit dienen. Wir haben hier einen 44 Liter Kessel. Das Gerät basiert im Prinzip auf dem von dir eingesetzten VCE 33M. Ist hier allerdings eine L-Klasse und ist halt für große Staubvolumina vorgesehen, wenn ich mit der L-Klasse dementsprechend noch zurechtkomme. Sieht auch ziemlich identisch aus, wenn er links guckt, meiner, und rechts ist der 44. Was ist dann anders? Nur die Filter oder was ist da anders? Nein. Wir haben eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, die auch erfüllt sein müssen, dass ich zum einen erstmal in die M-Klasse hineinkomme. Und auch innerhalb der M-Klasse gibt es Unterschiede, dass ich auch eine Förderungsfähigkeit des Gerätes habe. Und das ist genau der Punkt, der für uns jetzt ganz wichtig ist, worauf wir hinaus wollen. Man sieht es schon hier oben in der Bedienung. Der hier hat 2 Knöpfe, an, aus. Ich kann hier die Leistung einstellen. Bei dem Gerät sehe ich sofort, aha, an, aus ist gleich. Leistungseinstellung ist auch gleich, aber ich kann hier meinen Saugschlauchdurchmesser einstellen. Wofür ist das wichtig? Für die zweite Anzeige, die ich hier drauf habe, hier ist die Volumenstromkontrollleuchte. Ja. Ich muss den Saugschlauchdurchmesser anpassen. Ich muss dem Sauger sagen, ich arbeite jetzt mit einem 32er oder 36er Schlauch. Dann weiß der Sauger, okay, so und so viel Luft geht da durch. Geht da jetzt weniger Luft durch, meldet er sich. Mhm. Er fängt an zu piepen, genau. Er fängt an zu blinken und sagt, lieber Anwender, du solltest mal eben bei mir nachgucken, was ist hier gerade nicht in Ordnung, irgendwas passt hier nicht. Dann kann es sein, dass ich vielleicht einfach nur einen kleinen Saugschlauch, einen 27er Saugschlauch für Exzenterschleifer, ist das Standard, dran habe und habe die falsche Saugschlauchdurchmesser Größe gewählt, dann fängt er an zu piepen. Oder, viel gravierender ist, Schlauch verstopft, Filter verstopft, Staubsaugerbeutel voll, alles drei, sucht er was aus, er sagt Bescheid, hier stimmt was nicht. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist M-Klasse. Das wird dort vorausgesetzt. Das hat der hier, das hat auch der kleine M-Klasse-Sauger. Der hat auch eine Volumenstromkontrolle, der piept. Und sagt eben auch Bescheid, dass ich voll bin, dass der Filter dicht ist oder dass hier irgendwas nicht stimmt. Und den Schlauchdurchmesser braucht er nicht? Nee, er ist da nicht so wählerisch, weil er das nicht misst. Das ist auch der Unterschied par excellence, weil so ein Gerät natürlich auch deutlich günstiger ist. Das muss man schon sagen. Okay. Diese Technik, die dahinter steckt, kostet schon Geld. Ja. Der hat auch eine automatische Filterreinigung, das ist schon mit drin. Wir haben diese Serie auch noch mit manueller Filterreinigung. Ja. Aber es ist dann halt alles in dieser Baureihe nicht mit der M-Klasse
weil mir eben die Volumenstromkontrolle fehlt. Punkt aus. Und auch noch was von mir. Also wenn ihr euch mal wirklich so einen Sauger zulegen wollt, dann achtet wirklich darauf, dass dieser Sauger auch diese Klopffunktion hat. Nennt man das Klopffunktion auch automatische Filterreinigung? Automatische, ne? Filterreinigung. Es ist bei uns ein Gegendruck, der erzeugt wird, womit der Filter einmal freigeblasen wird. Ja. Denn es ist nicht nur der Filter, es ist auch der Staubsaugerbeutel, weil dadurch, dass das, er einmal den Druck verliert, darauf will ich hinaus, fällt dieser gesamte Saugkuchen, der sich an der Filterwand bildet, in sich zusammen und ich habe wieder eine höhere Filterleistung. Ja. Als Vergleich, wenn ihr diese Selbstreinigung, Klopfsauger, nicht habt, wenn ich dann schleife, zum Beispiel eine Decke, und habe diese Selbstreinigung nicht eingeschaltet, dann sauge ich vielleicht 10 Minuten und dann meldet sich der Sauger, hier stimmt was nicht. Mache ich aber diese Klopffunktion an, dann kann ich durchsaugen. Bis der Beutel platzt, das nur mal so als Tipp. Also wenn ihr zu Hause nicht so eine Funktion habt, wäre es gut, wenn ihr da mal tauschen würdet oder mal wechseln würdet, dass ihr auf jeden Fall so einen Sauger habt, am besten dann natürlich M-Klasse, und der diese Funktion hat. Ja. So. Ganz genau, aber es gibt natürlich auch günstigere Geräte in der M-Klasse. Die sind dann nicht förderfähig, weil die BG-Bau sagt, genau, ich hätte gern die automatische Abreinigung. Unser kleiner VCE 22MC, Manual Cleaning, hat das mit Tastendruck. Da drücke ich einmal drauf, dann reinigt er sich selber ab, okay, und dann geht es weiter. Mhm. Erfüllt aber auch die Spezifikation der M-Klasse, ist aber nicht förderfähig. Okay. Das ist der große Unterschied. Ja gut, aber ist halt auch ein Kostenfaktor. Er ist erheblich günstiger. Eben. Was mir persönlich auch sehr wichtig ist, er ist erheblich leichter und handlicher. Wenn ich jetzt im Altbau unterwegs bin, egal wo in Deutschland, es gibt viele Altbauten, wo ich in den dritten, vierten, fünften Stock muss, da überlege ich mir das, ob ich ein kleines handliches Gerät hochschleppe oder ob ich den großen hochschleppe. Ja. Und da ist halt auch ein wichtiger Anwendungspunkt. Und sobald ich Fläche mache, sobald ich im Objekt bin und Quadratmeter schrubben muss, dann greife ich zum Großen. Ja. Da sollte ich mir dann auch überlegen, ob ich vielleicht einen 44er Kessel nehme statt einen 33er. Mhm. Für kleinere Anwendungen, für kleinere Flächen im Privathaushalten ist natürlich auch ein M-Klasse-Sauger vorgegeben, aber da reicht sowas Kleines, Handliches. Ja. Und wir haben ja jetzt schon die Sauger durchgesprochen. Ihr habt also gehört, es gibt verschiedene für verschiedene Klassen. Und ich habe natürlich, was heißt natürlich, aber ich darf auch den Flex VAC 800 EC noch dazu benutzen. Das heißt, ich habe nicht nur den Sauger dann, sondern auch nochmal die separate Luftreinigung. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, wo ich dann wirklich einen Raum komplett abschotten kann. Und der macht mir auch noch saubere Luft dazu. Also ist auch zu überlegen, auch für einen Kunden natürlich, oder je nachdem, wenn ihr Asbest oder Schimmel oder was auch immer absaugen müsst. Was heißt absaugen? Ihr würdet da drin arbeiten in dem Raum und reißt was ab. Dann sind natürlich überall die Sporen. Und wenn dann natürlich noch der Luftreiniger zum Einsatz kommt, dann seid ihr komplett safe. Und wie gesagt, auch der Kunde, muss ich immer wieder betonen, weil es geht nicht nur um euch. Hier im Haushalt sind jetzt auch Kinder zu Besuch. Und wenn ich dann schleife oder so, dann sollte es schon sicher sein, dass die sich auch keine Krankheiten holen, ne? Oder irgendwas in die Lunge kriegen. Was kannst du noch zu dem Luftreiniger sagen? Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, Staubkontamination auf der Baustelle. Da möchte ich jetzt noch mal einen kurzen Schritt zurück machen zu unseren Absauggeräten, weil es gibt noch zwei ganz wichtige Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, die auch die Staubbelastung der Umwelt betreffen. Ich kann ja nicht alles wissen. Dafür bin ich ja da. Wir haben bei allen M-Klasse-Saugern vorgeschrieben, eine Staubkappe. Ah, okay. Ja. Damit kein Staub austritt. Ja. Kleine Lösung für eine große Ursache, weil da kommt Staub raus und der Staub ist gesundheitsschädlich. Ja. Also mache ich meine Kappe drauf. Ja. Sieht man, haben alle M-Klasse-Sauger, der L-Klasse-Sauger hat das nicht, weil er es nicht braucht. Aber eine ganz andere Sache kommt genau hinter der Staubkappe. Die Sache mit dem Beutel. Und das ist mir ein persönliches Anliegen, das wirklich auch nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. In der M-Klasse ist eine staubarme Verarbeitung und Behandlung zwingend vorgeschrieben. Das heißt, ich habe zwingend mit einem Beutel zu arbeiten.
Auch wenn ich einen Filter drin habe, ist ja alles schön und gut. In der Abluft ist es auch nicht ganz so toll. Der Filter wird sehr schnell sich zusetzen, wenn ich ohne Beutel arbeite. Aber das Entscheidende kommt doch erst dann, wenn ich das Gerät leeren muss, wenn der Kessel voll ist. Dann stehe ich wieder in dieser Staubwolke, die wir, ja, wie wir eben schon besprochen haben, gesundheitsschädlich ist. Ja. Also ist ganz klar vorgeschrieben, und ich zitiere es an dieser Stelle sehr bewusst, TRGS 504, ein Beutel ist einzusetzen, Ende der Diskussion. Und der Beutel wird bitte auch nicht aufgemacht, ausgeschüttet und wiederverwendet. Ja. Nein. Schützt euch und eure Gesundheit, schützt die Umwelt, das macht alles Sinn. Also ganz wichtig, mit Beutel. Ja. Das war mir wichtig. Das muss an dieser Stelle ganz klar gesagt werden. Ja. Das Gleiche gilt übrigens auch selbstredend für die H-Klasse. Die H-Klasse hat ja noch einen zusätzlichen Filter. H-Klasse haben wir jetzt aber nicht hier. Nee, haben wir leider nicht mit hier. Ich kann aber kurz die Unterschiede nochmal sagen zur M-Klasse, H-Klasse. Ja, das wäre interessant. Die Unterschiede sind da schon relativ klein, aber mit sehr, sehr großer Auswirkung. In der H-Klasse brauchen wir eine Abscheidequote von 99,995% der Schwebstoffe. Und das erreichen wir durch einen zweiten zusätzlichen Filter, der im Gerät verbaut ist. Wir haben nicht nur hinten den Flachfaltenfilter drin, wir haben noch einen zusätzlichen Filter im Ansaugtrakt, im Kessel mit drin, der nochmal eine erhöhte Filterleistung mit sich bringt. Mhm. Ganz wichtig. Und ich habe auch eine Service-Intervall-Anzeige bei unseren H-Klasse-Saugern, die anzeigt, ich muss den HEPA-Filter, so heißt er in Fachdeutsch, ersetzen. Ja. Ganz wichtig. Und diese Geräte unterliegen einer jährlichen Inspektionspflicht für den Schimmelsanierer. Das ist einzuhalten, das wissen die Profis auch. Und das ist ein wirkliches Spezialgerät, was da eingesetzt wird. Den haben wir auch nur in der 44-Liter-Klasse, weil wir einfach den Platz unten brauchen für den zusätzlichen Filter. Und hier ist ein besonderer Filtersack einzusetzen, ein doppelbandiger Entsorgungssack mit Kunststofffolie, mit Fließeinlage, damit eben alles sicher drin bleibt und ich das nicht wieder einatme. Ja. Also das ist wirklich von großer Bedeutung bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und was dann noch an Schwebstoffen drumherum fliegt, so beim Arbeiten. Da kommen wir zum Pack 800. Ja, dann kommt der Luftreiniger zum Einsatz. Mhm. Da sind ja auch verschiedene Filter drin, Kohlefilter, HEPA-Filter. Ja. Alles habe ich schon mal ein Video darüber gemacht, habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber man merkt, wenn man arbeitet, also was der absaugt, ist schon wirklich verdammt viel. Er ist ja auch der kleinste, das kleinste Absaug, wie soll man es nennen? Also es ist eine Absaugeinheit, eine Luftreinigungseinheit von einer sehr kompakten Bauart. Wir haben bei uns schon ein dreistufiges Filtersystem verbaut mit einer Filtermatte für Grobstoffe mit verschiedenen Filtern im Grobbereich. Das geht vom G3-Filter, G4-Filter bis hin zum F7-Filter für unterschiedliche Stäube, die ich habe. Mhm. Und dann haben wir noch einen HEPA, oder zwei verschiedene HEPA-Filter, die wir einsetzen können, einen HEPA 13 und einen HEPA 14. Filter, das ist dann nachher auch von Bedeutung, in welchem Bereich ich arbeite. Arbeite ich mit Schimmel und asbestkontaminierten Räumen, bitte den HEPA 14 Filter einsetzen. Ja. Da haben wir auch drei verschiedene Varianten bei uns im Sortiment, um auf diese Vorgaben eingehen zu können. Ja, ich meinte halt der kleinste, weil er das Volumen, was er austauschen kann, ist er halt in der Größe. Da ist er schon einer der kleinsten, ja. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ist leicht handlich. Ja. Es ist ja im Prinzip eine große Kiste mit ein bisschen Filtermaterial, einer Turbine. Ich brauche das Volumen in dieser Kiste, aber viel Technik ist da nicht drin. Ja, es ist die Filtertechnik. Und Filtertechnik wiegt zum Glück nicht ganz so viel. Ja. Also kann ich ihn auch problemlos an jede Baustelle mitnehmen, auch in den fünften Stock. Richtig. Und jeder, der das Gerät eingesetzt hat,
wird es zu schätzen wissen, wenn er am Folgetag auf die Baustelle kommt, ist über Nacht im Flüstermodus, hat laufen lassen, die Baustelle ist am nächsten Tag deutlich sauberer, ja, weil diese ganzen Schwebstoffe herausgefiltert werden. Das wollte ich gerade noch sagen. Also er ist ja im Flüstermodus, also den hört ihr wirklich nicht. Also wenn ihr dann in einer Wohnung ist, wenn ihr in der Wohnung seid und im Nebenraum ist das Schlafzimmer, dann kann der ruhig in dem Nebenraum dann wirklich die Nacht durchlaufen, ohne dass er ihn hört. Also wenn man da manchmal so Geräte hört, dann denkst du wirklich, oh mein Gott, wie willst du denn da schlafen? Ne? Ja, ja. Ist und ganz das wichtig. Ist halt auch der große Vorteil von dem Gerät. Und er ist auch nicht ein Stromfresser, er hat einen bürstenlosen Motor, die sehr stromeffizient arbeiten. Mhm. Insofern sind die Verbrauchswerte da nicht wirklich das, über was wir am Ende des Tages mit dem Auftraggeber reden müssen. Ja. Der freut sich über eine saubere Baustelle und wir haben halt mit diesem Gerät auch die Möglichkeit, Schwarz-Weiß-Bereiche auszubilden. Wenn ich einen Raum komplett entkernen will, zum Beispiel im Fliesenbau, bei den Fliesenlegern, die alles rauskloppen aus dem Badezimmer, da kommt denn doch mal Schimmel. Eben. Da setzt man eine Türschleuse an, ich kann das Gerät vor oder nach der Schleuse setzen, je nachdem wie meine räumlichen Begebenheiten sind. Da haben wir überall für Anschlussmöglichkeiten und Zubehörmöglichkeiten, die wir da ja mit reinbringen. Und dann sauge ich die Luft ab, leite sie ab und es kommt saubere Luft raus. Ja. Und ich schütze die Umwelt. Richtig. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was du uns sagen möchtest? Ja. Mir war es sehr wichtig, heute das einfach mal mit dir zusammen deutlich zu machen. Was müssen wir auf der Baustelle einsetzen? Es ist ganz klar, setzt einen M-Klasse-Sauger ein. Wenn ihr bei Privathaushalten seid, wenn ihr mit viel Staub trotzdem noch zu tun habt, nehmt einen FAK 800 Luftreiniger dazu, damit ihr halt dieses lästige Thema Staub außen vor bekommt. Das ist uns ganz wichtig. Und ich glaube, da bieten wir bei Flex eine sehr gute Bandbreite für alle Einsatzmöglichkeiten. Unsere Kollegen aus dem Produktmanagement sind permanent dran, sich was Neues einfallen zu lassen. Und ich glaube, da kommt auch noch eine ganze Menge mehr, damit wir euch Handwerkern eben die Arbeit auf der Baustelle weiter erleichtern können. Ja, ja, also ich würde mir auch immer direkt den M-Sauger holen, dann seid ihr direkt safe. Dann braucht er gar nicht zu überlegen, kann ich das jetzt, kann ich das nicht. Bei Schimmel, Asbest ist klar, da reicht selbst er nicht. Aber wann hat man das mal? Ne? In der heutigen Zeit findet man es kaum noch. Ja, auf jeden Fall fand ich es ein sehr wichtiges, uninteressantes Thema, was ihr dann auch jetzt mitnehmen könnt. Vor allen Dingen, dass man es auch von der BauBG gefördert bekommt und bis zu 200 Euro da wieder bekommen kann, wenn man sich so einen Sauger holt. Das müsst ihr dann einrechnen. So ein Sauger ist natürlich teurer als so ein Baumarktprodukt, gar keine Frage. Aber es gibt Geld wieder. Von daher, ja, also ich hoffe, wir konnten euch da wirklich mal so ein bisschen Einblick geben, worauf man achten sollte. Ihr kennt jetzt die Unterschiede der verschiedenen Sauger. Ich bleibe auf jeden Fall bei dem Flex-Sauger. Bin super zufrieden damit und das werde ich auch weiterhin sein. Ja, das freut uns. Ja, Christoph, dann vielen Dank, dass du gekommen bist. Immer dass gerne. Du uns ein bisschen aufgeklärt hast. Tu was. Wenn noch Fragen sind, auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich denke mal, der Christoph wird dann auch ab und zu mal unter das Video gucken und auch ein paar Fragen beantworten. Bestimmt. Weil wenn das so fachspezifisch wird, dann muss ich dann leider auch passen. Ich stelle das Ding an, weiß, es ist ein M und kann saugen. Ja, wir haben hier an der Oberfläche gekratzt für das, was euch wichtig ist, was für euch von Bedeutung ist. Es gibt noch unglaublich viel mehr zu sagen, aber wir machen hier ein Handwerkervideo und kein Schlafblätten. Aber ihr habt das bestimmt auch nochmal auf der Homepage irgendwie in einem separaten... Auf der Homepage bei uns sind definitiv dazu auch Informationen da. Ja. Es gibt eine unglaublich große Bandbreite an Informationsquellen. Natürlich hat die BG Bau da ganz viele Informationen zur Verfügung gestellt, weil es ihnen so wichtig ist auch. Die sagt einem sehr genau, was man wie, wo, wann, was einzusetzen hat. Ja. Und ich glaube, da kann man sich sehr schnell, sehr gut informieren. Aber Faustregel ganz einfach, nimmt einen M-Sauger, Ende aus, Mickey Maus. Genau, ja. Ja, dann würde ich sagen, das reicht jetzt auch an Input. Ich werde die Seite von Flex mal unten drunter, die Homepage, verlinken. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr da das Passende findet. Wenn noch Fragen sind, wie gesagt, in die Kommentare.
Ich würde sagen, das war's. Macht die Glocke an, damit ihr seht, wann das nächste Video online kommt. Ich sage Christoph, vielen Dank. Ich danke, Dirk. Wir sehen uns. Oder wenn ihr mal was anderes vorgestellt haben wollt, auch in die Kommentare. Vielleicht gibt es sonst noch irgendwas von Flex, wo ihr sagt, das würde mich interessieren. Es gibt ja auch Maschinen für einen Holzbau. Es sind ja verschiedene Maschinen, die Flex da anbietet. Und da ist auch der Christoph genau der richtige Ansprechpartner. Immer gerne. Oder wenn ihr ihn auf der Messe seht, dann könnt ihr ihn auch fragen. Alles klar. Dann war es das von uns. Bis dahin. Tschüss, euer Dirk. Ciao.